tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Golgantis vor. Golgantis ist die Weiterentwicklung von Golbin und hat wie dieses einen Bodengeisttyp, was ihm eine Schwäche gegen Geist und Licht, Eis, Wasser und Pflanze, eine Resistenz gegen Käfer und Gestein, eine Doppelresistenz gegen Gift und eine Immunität gegen Normal-, Elektro- und Kampfattacken gibt. Bei Golgantis Basiswerten sticht eigentlich nur der gute Angriffswert hervor. Ansonsten hat es jedoch auch insgesamt überdurchschnittliche Defensivwerte. Lediglich seine Initiative lässt zu wünschen übrig. Die EV verteilen wir hier voll in KP und Angriff mit einem harten Wesen, um den Angriff zu maximieren. Als Fähigkeit nimmt man Eisenfaust. Diese erhöht den Schaden von allen Box- und Hieb-Attacken um 20%. Das Moveset kann man auch schön nach dieser Fähigkeit auslegen. Hier nehmen wir Erdbeben, Finsterfaust, Ableithieb und Eishieb. Erdbeben profitiert zwar nicht von der Eisenfaust, jedoch ist die Attacke an sich stark genug und bekommt einen Step. Finsterfaust ist eine zweite Step-Attacke, die mit Eisenfaust ein wenig verstärkt wird. Ableithieb trifft Normal- und Unlicht-Pokémon, die man mit Finsterfaust nicht effektiv trifft, und peilt Golgantis außerdem um 50% des verursachten Schadens. Eishieb trifft andere Boden-Pokémon sowie Pflanzen- und Flug-Pokémon, welche das Erdbeben resisten effektiv. Zudem gibt sie noch eine gute Coverage gegen die allgegenwärtigen Drachen-Pokémon. Als Item nimmt man am besten eine Offensivweste, damit Golgantis auf der speziellen Seite ordentlich was einstecken kann. Dieses Golgantis ist ein Tank, also nutzt man es am ehesten in der Mitte des Kampfes. Wegen seiner zahlreichen Resistenzen und Immunitäten kann man es problemlos in viele Attacken reinwerfen. Sein vielseitiges Moveset erlaubt es ihm, gegen viele Pokémon effektiv vorgehen zu können. Überlegt doch immer, in was euer Gegner wechseln könnte, und drückt schon mal auf eine effektive Attacke gegen den nächsten Switch. Eishieb ist hierfür fast immer die beste Option, da viele Gegner mit einem Erdbeben rechnen und Flug-Pokémon reinwerfen. Solange spezielle Angreifer vor Golgantis stehen, kann er auch locker mal stehen bleiben und ein, zwei Attacken tanken. Nutzt auch, sofern es sich gerade anbietet, immer mal wieder Ableithieb, um Golgantis ein wenig hochzuheilen. Gute Teampartner für Golgantis wären Aquana und Nachtara. Die beiden stecken die Schwächen von Golgantis bis auf Pflanze gut ab und halten beide genug aus, um sie in fast alle Attacken reinwerfen zu können. Zudem kann Golgantis Kampfattacken für Nachtara und Elektroattacken für Aquana abfangen. Das war's von meinem Golgantis, und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.